Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Sommertour-Ausgabe Drehscheibe Dresden. Wir sind heute an der 68. Grundschule in der Heiligenbornstraße und neben mir steht der Herr Schulze. Herr Schulze, zurzeit werden ja mehrere Schulen in Dresden saniert, jetzt wo die Kinder in den Ferien sind. Wie viele Schulen sind das genau? Im Aktionsprogramm der Landeshauptstadt Dresden sind ca. 120 Schulgebäude enthalten. Wie können denn so viele Schulen saniert werden? Die Schulen, die werden abschnittsweise saniert. Begonnen haben wir 2010 mit den Typ Dresden-Schulen und 2011 ging das dann weiter mit den Typenschulen Typ A81 und SA80. Und 2013 folgten dann die sogenannten Altbauschulen über die Stesat. Und dieses Jahr, also ab 2014, steigen wir in die vollständige Brandschutzsanierung ein. Welche Baumaßnahmen sind denn jetzt in der Sanierung enthalten? Also wir haben das ja, wir waren ja schon mal an dieser Schule gewesen hier und da haben wir eine Fluchttreppe zur Sicherung des zweiten Rettungsweges angebaut und eine Brandmeldeanlage installiert. Und in diesen Sommerferien, da setzen wir den vollständigen Brandschutz um. Zum Beispiel die Installation einer Sicherheitsbeleuchtung und es werden zum Beispiel Rohrdurchführungen ertüchtigt und elektrische Anlagen ertüchtigt, je nachdem, was das Brandschutzkonzept von diesem Schulgebäude fordert. Herr Schulze, wie viel finanzielle Mittel stehen denn zur Verfügung für die Sanierung? Für das Aktionsprogramm Brandschutz der Landeshauptstadt Dresden werden ca. 40 Millionen Euro zur Verfügung gestellt, wobei bis jetzt 24,5 Millionen Euro verbaut worden sind. Und die sogenannten Altbauschulen werden von der Stesat GmbH betreut. Vielen Dank, Herr Schulze. Und was genau die Stesat jetzt hier an der 68. Grundschule gemacht haben, das erfahren wir gleich. Bis gleich.